Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Deichgemas der Strecke. Ja, lange pausiert, ging sich zeitlich neben den vier Let's Plays einfach nicht aus, aber jetzt habe ich hier mal ein bisschen vorproduziert, sodass wir auch mal wieder Zeit haben, uns neue, in diesem Fall in Anführungsstrichen, Spiele anzugucken, aber ich finde es halt trotzdem atemberaubend. Ja, ihr seht es unten. Version 1.7.2 aus dem April 2021. Ja, Dawn of Man. Bei Steam selbst wird das Ganze beschrieben unter Befehlige eine Siedlung urzeitlicher Menschen und führe sie in ihrem Kampf ums Überleben durch verschiedene Zeitalter. Jage, sammle fertige Werkzeuge, kämpfe, erforsche neue Technologien und stell dich den Herausforderungen deiner Umgebung. Ja, ich würde sagen, dass wir zum Spiel kennenlernen, ist ja Tutorial immer das Sinnvollste, dass wir zunächst mal mit dem Tutorial starten. Ja, und je nachdem, wie lange das Ganze dauert, können wir ja vielleicht auch nochmal ein neues Spielchen starten. So, schauen wir hier mal rein. Es ist schwierig, in den frühen Zeitaltern große Bevölkerung zu erreichen. Nur mit Landwirtschaft und Technologie kannst du eine große Siedlung unterhalten. So, da wären wir. Von der Grafik her, genau. So, willkommen bei Dawn of Man. In diesem Spiel kontrollierst du eine Gruppe Urmenschen, die versuchen zu überleben. Dieses Tutorial erklärt die Grundlagen. Fortgeschrittene Anweisungen findest du in der Spielhilfe. Ja, dann gehen wir das Ganze hier mal durch. So, Dawn of Man nutzt eine Kamerasteuerung im Stil der Ego-Perspektive. Bewege die Kamera mit den WASD-Tasten, rotiere die Kamera mit den QE-Tasten, zoome die Kamera mit dem Mausrad. Gut, da oben links in der Mitte haben wir also unsere Aufgaben. Bewege die Kamera mit den WASD-Tasten, WASD und Q und E. Alles klar. Gut gemacht. Beachte, du kannst die Kamera drehen, indem du gleichzeitig rotierst und schwenkst. Du kannst erweiterte Steuerungsfunktionen im Hilfebereich finden und in den Einstellungen die Tasten anpassen. Okay. So, das geht aber schnell hier. Fischen. Deine Einwohner benötigen eine stetige Nahrungsversorgung, um am Leben zu bleiben. Eine der berechenbarsten Nahrungsquellen ist Fisch aus den Flüssen und Seen. Um jemanden zum Fischen zu schicken, wähle den Fluss und klicke dann auf die Fischen-Schaltfläche. Schicke jemanden zum Fischen, wähle den Fluss und klicke dann auf die Fischen-Schaltfläche ausstehend. Okay, hier. Fischen. Gut gemacht. Allgemein kannst du Aufgaben vergeben, indem du Objekte wie Bäume, Flüsse, Tiere, Bauwerke etc. auswählst und dann eine der Optionen im Auswahlfenster wählst. Als nächstes solltest du ein paar einfache Bau- und Herstellungsmaterialien sammeln, wie Stöcke und Feuerstein. Okay. Schicke jemanden, um Feuersteine zu sammeln. Hier haben wir Feuersteine, das heißt sammeln. Okay. Warte darauf, dass deine Einwohner eine Einheit roten Fisch, Stöcke und Feuersteine gesammelt haben. Nutze die Schaltfläche oder drücke 4, um die Spielgeschwindigkeit auf 8 einzustellen. Wir nehmen mal die Schnelltaste. So, du weißt bereits, wie du deinen Einwohnern Aufgaben zuweist. So kannst du sie einfach micromanagen. So, zu viel Mikromanagement ist mühsam und ineffizient. Mit Arbeitsgebieten kannst du deiner Siedlung allgemeine Befehle geben, die deine Einwohner kontinuierlich ausführen. Du kannst einen Ort, ein Ressourcenlimit und die maximale Anzahl an Einwohnern festlegen, die für die Handlung verwendet werden soll. Okay, platziere ein Arbeitsgebiet für Fische. Arbeitsgebiet platzieren. So, da platziert man das Ganze so, dass die Kollegen hier erkannt werden. Ich sage, platzieren wir das mal. Nutze die Tasten Z und C zur Formänderung. Shift-Klick, um mehrere zu platzieren. Was heißt Formänderung? Größe. Okay. Bleiben wir mal beim Standard.
So, was haben wir noch? Arbeitsgebiet für Stöcke sammeln. Die lagen ja hier rum. Oder war noch einiges mehr. Platzieren wir den hier. Dann haben wir Feuersteine. Hier drei Bereiche. Wilde Pflanzen sammeln und ernten. Ja, da ist doch hier einiges los. Wenn da auch ein Stier oder was auch immer das ist, liegt. So, Arbeitsgebiete. Standardmäßig wird zu jeder Zeit nur eine Person in einem bestimmten Arbeitsgebiet arbeiten, aber du kannst die Anzahl erhöhen, falls nötig. Bedeutet, erlaube drei Arbeitern Stöcke zu sammeln. Das war, glaube ich, hier. Drei abgeschlossen. Erlaube zwei Arbeitern Feuerstein zu sammeln. Abgeschlossen. Ja, wir warten wieder. Schaltpflicht 4. Gut gemacht. Deine Einwohner werden jetzt Ressourcen sammeln, bis das Limit erreicht ist. Beachte, dass Beeren nur im Sommer gesammelt werden können. Andere Ressourcen im Spiel können nur zu einer bestimmten Jahreszeit gesammelt werden. Herstellung. Jetzt, da du einige hohe Ressourcen besitzt, stellen wir einige Jagdwerkzeuge damit her. Das Hauptbauwerk hier, das Hauptbauwerk für die Herstellung in der Steinzeit ist der Handwerksschuppen. Um einen zu bauen, wähle die Bauoption im Hauptmenü, drücke dann die Produktionsschaltfläche und dann das Bauwerk Handwerksschuppen. Bauen, Produktion, Handwerksschuppen. So, das können wir auch mit C und Z rotieren. Ich würde sagen, hier ist der Lagerplatz. Packen wir das da mal in die Nähe. So, warte, bis deine Einwohner es gebaut haben. Machen wir. Abgeschlossen. Herstellung. Um Werkzeuge herzustellen, wähle den Handwerksschuppen aus und klicke dann auf Werkzeugrezept. Die Herstellungsaufgabe wird zur Warteliste hinzugefügt und einer deiner Einwohner wird sie ausführen, sobald es möglich ist. Stellen wir einige Holzspeere her, um Tiere zu jagen und einige Faustkeile, um sie zu schlachten. So, den Kollegen angeklickt. Dann will er drei Faustkeile. 1, 2, 3 wird hier unten angezeigt. Und drei Holzspeere. 1, 2, 3. Sehr schön. Wir gehen wieder auf achtfache Geschwindigkeit. So, weiter kann man nicht ranzoomen, aber ich finde, das ist eigentlich schon ganz eindrucksvoll. Gut, ist jetzt natürlich auf achtbarer Geschwindigkeit ein bisschen wuselig, aber so, was haben wir hier sonst noch? Wir sind aktuell im Sommer. Okay, danke. Jetzt haben wir alle benötigten Werkzeuge, um auf die Jagd zu gehen. Ja, dann. Ja, die Jagd wird in der Steinzeit eine Cliff. War in der Steinzeit eine knifflige Sache. Es war keine einfache Angelegenheit, ein großes Tier mit Stöcken und Steinen zu töten. Nur zu Ursicht, um einfache Beute grün markiert zu finden, und vermeide große Tiere und Raubtiere, bis du die richtigen Werkzeuge und genügend Einwohner hast. Um ein Tier zu jagen, wähle es aus, klicke dann auf die Jagdtaste. Okay. Aktiviere die Ursicht, entweder hier oder mit der Tab-Taste. So, und dann werden eigentlich alle Ressourcen dargestellt. So, und ich sehe hier jetzt gerade ein grünes Tier. Befehle deinen Einwohnern, einfache Beute zu jagen, die grün markiert ist. Das sollte ich ja mit links anklicken. Genau. Dann gehen wir auf Jagen. Dann schauen wir doch mal, wer da gleich jagen geht. Achso, wir können wieder auf die
4 benutzen, also achtfache Spielgeschwindigkeit. Guck mal, da hinten rennen noch Wildschweine. Mit Baby sogar. Witzig. Oder Frischling in dem Fall. Ne, sie tapert jetzt einmal durch den Fluss und geht jagen. Mit Erfolg sogar. Sobald das Tier bei der Jagd erledigt wurde, erlegt wäre wohl besser gewesen, aber gut, werden deine Einwohner es schlachten und die Ressourcen ins Lager bringen. Wenn du so jagst, werden deine Einwohner je nach Beuteschwierigkeit entscheiden, wie viele von ihnen sie losschicken. Okay. Manchmal möchtest du die Handlungen deiner Einwohner genauer steuern. Dies kannst du tun, indem du ein paar Einwohner auswählst und dann auf das Gebiet oder Ziel einen Rechtsklick ausführst. So kannst du Einwohner herumschicken oder einem Individuum oder mehreren Individuen eine bestimmte Aufgabe zuweisen. Dies ist besonders nützlich für die Jagd zu Beginn des Spiels, wenn die Ressourcen und die Anzahl der Menschen noch gering sind. So, schicke 2 Einwohner, um dasselbe Tier zu jagen, wähle sie aus und führe einen Rechtsklick auf das Tier aus. So, wo habe ich denn mal 2? Die beiden nehmen. Dann gehen wir hier mal auf das Wildschwein. So, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Vor allen Dingen, weil der eine, glaube ich, gerade schlafen gegangen ist. Ne? Kannst du... Genau, so, ich brauche 2 Peoples, sonst wird das nichts. Könnt ihr jetzt beide... Sind denn die Wildschweine jetzt hin? Ja. Nö. Ich habe wieder nur einen erwischt. Ah, hier ist noch einer mit Speer. So, jetzt aber. Jawohl. Achso. Ich dachte, ich muss jetzt abwarten. Ich sehe auch das. Die Jagd abgeschlossen haben. Okay, du kannst dir die Spielhilfe ansehen, um detailliertere Anweisungen über all die Arten zu erhalten, wie du deine Einwohner steuern kannst. Okay. Heute. Eine der Ressourcen, die du von Tieren erhalten kannst, sind rohe Häute. Sie werden verwendet, um Kleidung herzustellen, Bauwerke zu bauen und mehr. Allerdings können rohe Häute nicht direkt verwendet werden. Du musst sie zunächst trocknen. Hierfür musst du einen Häutetrockner bauen. So, platziere 2 Häutetrockner. Ihr macht mal da weiter schön die Jagd. Aktion, Häutetrockner. 2 Stück kriegen wir hin. Einmal da, einmal da. So, wir warten wieder, bis sie gebaut sind. Erstes Tier gejagt, Wildschwein, Wissen plus 1. Schön. So, einer ist fertig. Obwohl, nee, wir müssen nicht den Bau abwarten, sondern sogar bis 2 heute vollständig getrocknet sind. Okay. Ja, Sommer ist gleich zu Ende. Oben rechts. Und da sind wir im Herbst. Passt sich farblich auch an hier. Habe immer einige getrocknete Häute parat, da sie in den frühen Zeitaltern fundamentales Bau- und Herstellungsmaterial darstellen. Okay. Machen wir. Du erhältst im Spiel Wissenspunkte, wenn du bestimmte Handlungen ausführst. Jagen neuer Tiere, sammeln neuer Ressourcen, erreichen bestimmter Bevölkerungsgrößen und so weiter. Du kannst sie nutzen, um neue Technologien zu erforschen, die neue Bauwerke, Pflanzen oder Mechaniken freischalten. Okay.
Die Technologie Nahrungstrocknung schaltet den Nahrungstrockner frei, mit dem du rohes Fleisch und rohen Fisch zu geräuchertem Fleisch und getrocknetem Fisch verarbeiten kannst. Wie auch immer ein Trockner das räuchert, aber egal. Diese halten weit länger an und können an einen sicheren Ort für den Winter gelagert werden. Klingt doch gut. So, öffne das Technologiefenster mit der Menüschaltfläche oder durch Drücken von F7. Erforsche die Technologie Nahrungstrockner. Platziere einen Nahrungstrockner, platziere ein Lagerzelt. So, Technologie haben wir hier oben. Das ist dann wohl der Nahrungstrockner, jawohl. Sehr schön. Jetzt soll ich davon einen bauen. Machen wir das doch einmal. Ja, ich würde sagen, den stellen wir hier noch mit dazu. Bisschen rüber. Wollen wir noch ein Lagerzelt bauen? Na, würde ich sagen, platzieren wir hier. Ja, gehen wir wieder auf Tempo. So, der Nahrungstrockner ist fertig. Dann werden die da jetzt wahrscheinlich die. Kann man noch was näher rannehmen? Ja, seht ihr, da hängen sie Fisch und Fleisch auf. Ich finde das super animiert. So, dann hier ein feines Lagerzelt bauen. Das ist auch erledigt. So, warte, bis deine Einwohner eine Einheit geräuchertes Fleisch und getrockneten Fisch produziert haben. Ja, machen wir. BRSD ist nicht so berühmt gerade hier. Bisschen flippig hier. Entschuldigung, wenn euch gerade übel wird, aber. Gut gemacht. Denke daran, deine Nahrung immer zu trocknen und sie in einem Bauwerk zur Lagerung aufbewahren, damit sie so lange haltbar sind wie möglich. Ist wie möglich. So, kontinuierliche Produktion. Jeden Gegenstand einzeln zu produzieren ist mühsam und ineffizient. Du kannst einen Rechtsklick auf ein Rezept ausführen, um kontinuierliche Produktion ein- und auszuschalten. Deine Einwohner werden diesen Gegenstand dann so lange produzieren, bis das Ressourcenlimit erreicht ist. Okay. So, aktiviere kontinuierliche Produktion für Faustkeile, Holzspeere und Holzharpune. Du kannst die kontinuierliche Produktion eines Gegenstands aktivieren, indem du einen Rechtsklick ausführst. Gut, aber nett, dass du mir hier den Hinweis gibst, dass ich da hin muss. Aber gut, in die Produktion, ja. So, und dann Rechtsklick auf Faustkeile, Rechtsklick auf Holzspeere und Rechtsklick auf Holzharpune. Deine Einwohner werden jetzt die Werkzeuge kontinuierlich produzieren, bis das Ressourcenlimit erreicht ist. Das soll wohl heißen, bis wir keine Ressourcen mehr im Lager haben. Beachte, dass einige Rezepte standardmäßig auf kontinuierliche Produktion gestellt sind. Okay. Expansion. Wenn alle gut ernährt und wohlauf sind, erreicht deine Siedlung eine neue Stufe Gemeinwohl und Ruhm und mehr Menschen werden ihr beitreten wollen. Damit neue Einwohner in dein Dorf kommen, musst du genügend Wohnhäuser bauen, um die neue Bevölkerung unterzubringen. Sonst werden sie nicht kommen. Platziere zwei Zelte. Platzieren wir doch mal. Da noch eins hin. Das wäre da noch eins hin. Ja, wir gehen wieder auf Tempo. Ressource ist verfallen, Beeren, okay. So, was haben wir eigentlich überhaupt im Baumenü? Wohnen, Lager, Produkt. Ja, das werden wir uns dann gleich
im Spiel selber nochmal angucken müssen. Neue Menschen werden jetzt in deine Siedlung kommen. Beachte, dass deine Siedlung auch wachsen kann, wenn sich deine Einwohner fortpflanzen. Dies spielt eine wichtige Rolle, wenn du eine große Bevölkerungszahl erreichst, da du eine große Anzahl Geburten erreichen kannst. Du kennst jetzt die Grundlagen zur Organisierung einer Siedlung. Beachte, dass es noch einige andere Mechaniken gibt, die hier nicht erklärt wurden. Du erhältst mehr Infos durch die Ladebildschirmhinweise und Benutzeroberflächen-Tooltips oder im Hilfemenü im Spiel, das alle Konzepte im Spiel weit detaillierter erklärt. Ja, da sind wir dann automatisch wieder im Hauptmenü. Sagen, damit wir uns noch ein bisschen mehr angucken, starten wir jetzt mal ein neues Spiel. Eieiei, das ist ja interessant. Also es gibt dazu noch Herausforderungen. Community, okay. Das ist dann ja wahrscheinlich Multiplayer, ich weiß es nicht. Herausforderungen, vergangene Geschichten. Dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt in ein freies Spiel wagen, ich habe nicht gewusst, dass es hier auch Herausforderungen gibt, lass uns doch mit so einer Herausforderung, so einem Szenario hier mal noch weiter schnuppern. Wir haben jetzt nur diese zur Auswahl unter den Standards. Der lange Marsch führe die Herde zum Migrationsort. Während dieser langen Eiszeit muss selbst das Fellmammut migrieren, um nach Nahrung zu suchen. Im Modus normal, unbegrenzte Speicherstände im Spiel können pausiert werden. Andere Stämme passen sich an deine Technologie an. Normale Menge Räuber. Danke für den Hinweis. Reduzierte Tieraggression. Okay, normal oder Hardcore, da brauche ich nicht lange überlegen. Ja, gucken wir doch hier mal in dieses Szenario. Stelle sicher, dass du genügend haltbare Nahrung gelagert hast, wenn der Winter kommt, sonst wird das Verhungern zu einem echten Problem werden. Wir schauen mal, ne? Drücke ich. Der lange Marsch. In diesem Szenario kontrollierst du eine Herde Mammuts. Aha. Okay, auch interessant. Du kannst sie auswählen und ihnen dann verschiedene Befehle geben. Rechtsklick auf Gebiet, gehe dorthin. Doppelklick zum Sprinten. Rechtsklick auf andere Tiere, Angriff. Vorsicht vor Raubtieren. Erreiche die Flussgabel. Genau. Da ist ein Bär. Bin ich lustig? Oh. Das ist ja auch nochmal putzig. Komme ich da wieder raus? Mit Escape, okay. Didi-didi. So, das war mir auch neu, dass man hier jetzt nicht nur Menschen, sondern auch Tiere steuert. Okay, da haben wir schon mal Raubtiere. Sind ja nur Weibchen. Okay, greifen die uns an. Offensichtlich nicht. Mindestens fünf von denen müssten jetzt eigentlich totgetrampelt worden sein. Erreiche die Flussgabel, alle Mammuts müssen überleben. Das waren nur fünf, oder habe ich was vergessen?
Was hast du denn jetzt vor, mein Freund? Verfolgen die uns jetzt etwa? Oder haben die nur das gleiche Ziel? Wenn das ein Angriff sein sollte, dann würden doch sicherlich irgendwelche Musikdinge darauf hinweisen, oder ja nicht? So, was haben wir jetzt eigentlich? Ein junges Männchen, ein junges Weibchen, ein erwachsenes Weibchen, noch ein erwachsenes Weibchen und ein altes Weibchen. Okay. Wo ist Papa? Was sagen, ihr wollt euch jetzt nicht durch den Fluss, oder? Denn sonst irgendwas, was ich jetzt noch so mit denen machen kann? Gesundheit, Nahrung, Trinken, Ausdauer, alles gut. Stöcke wird ein Mammut wohl nicht brauchen. Im Rennen mal ausprobieren. Zappeln alle so ein bisschen ineinander. Naja, wir sollen ja diesen Punkt hier erreichen. Licht gibt es hier auch nicht, Spielmenü, Hilfe, Spielgeschwindigkeit, okay. Ja, bin ich jetzt mal ehrlich, finde ich jetzt nicht so spannend gerade. Aber man muss bei einem ersten Eindruck auch ja nicht von allen begeistert sein. Galoppi hier. Ausdauertechnisch ist ja alles gut. Okay, schwimmen können die Tiere auch, dauert halt nur länger. Erreiche den großen See. Das Ganze geht noch weiter. Wo ist denn jetzt der große See? Müssen wir nicht wieder zurücklaufen? Boah. Habe ich alle ausgewählt? Ja. Finde ich die wieder? Da sind sie. Was mit dem Rennen ist nicht. Da kommen die Lütten nicht hinterher.
Ja, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das hier jetzt. Was sind das? Nas. Wollnashorn, okay. Ja, wir können noch einmal gucken, ob da was passiert. Was haben wir hier? Ein Höhlenlöwe. Okay, das Nashorn flieht. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal an, was die Löwen jetzt machen. Auch nichts wirklich. Die kann ich nicht steuern, oder? Ich würde aber mal behaupten, das hat jetzt wenig mit dem Spiel selbst zu tun. Können wir noch mal einmal hier reingucken. Kreativmodus, Steinzeit einfach. Kreativmodus in der Steinzeit beginnt. Jede Menge Ressourcen, keine Angriffe, keine Naturkatastrophen, kurze Winter, keine Erfolge. Wiedersehen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch jetzt einmal. Also wir können Kontinentaldämmerung oder die Nordländer. Ich denke, das ist ein freies Spiel. Warum habe ich da denn? Wir gucken mal. So, Ort Seetal, Spielmodus normal, Anfangsbedingungen Siedlung, Waldfluss, Seetal, kurviger Fluss, zusammenführende Ströme, Flussgabel, Bergsee. Lass uns doch das nehmen, was er als erstes ausgewählt hat. Dann gucken wir hier nochmal im Eimer rein. Es ist weit effizienter, jemanden zu den Flüssen, Seen und Brunnen zu schicken, um Wasser zu sammeln und zu lagern, als deine Einwohner stets aus der Siedlung zu schicken, um selbst zu trinken. Okay. So, da sind wir wieder unter Menschen. Wir haben bereits einen Handwerkschuppen, wir haben zwei Zelte, wir haben unser Lagerfeuer und wir haben einen kleinen Holzhaufen. Dann sollten wir wahrscheinlich Stöcker sammeln. Wo gibt's Stöcker? Hier gibt's Stöcker. Irgendwo näher dran. Dann sollen sie mal hier Stöcker sammeln. So, wie sieht's mit Feuerstein aus? Da ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Da auch. Ist auch nicht viel, ne? Naja, platzieren wir den erstmal hier. So, Fischen. Wilde Pflanzen sammeln und ernten, sollten wir auch machen. Das ist das karg hier. Da sind ein paar mehr. Das dahin. So, was haben wir noch? Jagen. Ja, genau. Ich gehe ganz bestimmt Nashörner jagen. Das ist ein Bereich mit grünen Tieren. Hier. Dann lass uns hier ein Jagdgebiet aufmachen. Was haben wir noch? Steinkohle.
Moment, wie weit bin ich weg? Wo ist mein Dorf? Da ist mein Dorf. Ja, sonst hier erstmal Steine holen. So, dann. Jetzt muss ich selber nochmal. Passiert da was? So, geht nach Rentier, einige also jagen. Keine Aufgaben im Bad. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben zweimal Fleisch, zweimal Fisch, einmal Beeren. Wir haben vier Stöcker, zwei Feuersteine. Rohe Haut. Sollten wir vielleicht schon mal. Nee. Das war unter Produktion. Heute Trockner bauen. Ja, machen wir jetzt mal genau wie im Tutorial. Machen wir mal zwei Stück. Handwerksschuppen brauchen wir noch. Feuerstelle haben wir ja. Da kann man dann später backen. Ja, dann gucken wir da jetzt erstmal, was die hier so die Beine stellen. Wir gehen mal einmal ganz kurz ein bisschen vor. Schauen mal eben. Weil wir können ja hier den. Ne? Rentier ist geflohen, ne? Alles klar. Ist das? Jetzt aktuell nicht. Handwerksschuppen, den wollten wir noch bauen. Jetzt sehen wir den mal da. Jetzt ist hier gejagt. Muffler. Okay. So, wir haben einen Stock, sieben Feuersteine. Würde ich sagen, bauen wir doch schon mal. Oder gehen wir gleich auf kontinuierlich? Mal den hier. Da bringt jemand eine Haut. Ach, ich habe schon Waffen, okay. So, jetzt habe ich auch eine erste getrocknete Haut, alles klar. Zweite sogar. Ja, vielleicht bauen wir auch noch kurz das Lagerzelt. Arbeitsgebiet erschöpft, Feuerstein holen. Ich da. Ja, nur wo ist das Ding jetzt? Sieht jemand den Marker? Keine Lagerplätze frei. Ja, sind wir ja gerade bei. Hier einfach den vorhandenen Marker, sofern es ihn auch gibt, einfach nur verschieben wollen. Ja, gut, komm. So. Alter, was man hier nicht alles anklickt. So, den Nahrungstrockner, den muss ich mir ja freischalten. Wissenspunkte, okay. Ja, wir bauen ja gerade ein Lagerzelt. Oh.
So, damit haben wir die 5. Dann schnappen wir uns den Nahrungstrockner. Ich sage, den platzieren wir platzieren wir den mal hier neben dem Lager. So. Steine haben wir satt. Stöcker 2. Rentier ist geflohen, okay. Nahrungstrockner ist gebaut, Lager ist gebaut. So, wo war das mit der kontinuierlichen Produktion? So, Moment. Ich habe ja die Waffen noch gar nicht. Gut, ich würde sagen, wir bauen hier nochmal zweimal Holzharpune. Dann sollte es mit dem Fischen sicherlich etwas einfacher sein. So, was haben wir hier noch? Allgemein Ressourcen, kapierte Ressourcen, erlangter roher Fisch mal 10, okay. Arbeitsmittel, Tiere, Verteidigung, Nahrungsschaubild, Strohschaubild, okay. Okay, jetzt habt ihr hier aber nur Fisch aufgehängt, ne? Hallo. Nix. Spieljunge ist das gleiche. Der Händler ist angekommen. Was macht der mit ihm? Er hat Holzscheit, Knochen, geräuchertes Fleisch, Leder, Fisch und Schleuderherstellung. Ich habe selber nichts. Und dann. Kann man den wegschicken? Nö, der wird dann wohl von alleine wieder gehen. Ah ja, hier kann man die Lager dann auch einteilen, wenn man mehrere hat, dass man da sagt, nur diese Dinge hier einlagern. Aber das mit dem Jagen funktioniert nicht so gut, ne? Was sagt denn meine Ursicht hier gerade? In der Ursicht pausiert das Spiel auch noch, okay? So, dich würde ich gerne nicht bearbeiten. Nö. Ja, aber die soll ja nun auch nicht nach. Ah, guck mal hier. Guck mal. Da sind noch Beeren dabei, ne? Die werden sich ja wahrscheinlich nur die einfachen aussuchen, oder? Wie ungültiger Ort. Hast du ihn jetzt wieder dahin gepflanzt, wo er eben war, oder? Ist jetzt einfach weg. Du warst Feuersteine holen. Das können auch ruhig zwei machen. Du warst wilde Pflanzen. Das können auch zwei machen.
Steine können auch zwei machen. Muss ich jagen jetzt neu aufsetzen? Nein, nein. Fischen können auch zwei machen. Gut, dann wieder raus aus der Ursicht. Ihr sollt ja nicht alle weglaufen jetzt. So, viermal getrockneter Fisch. Okay, wir haben hier immer noch eine Menge eingelagert. Leere Inhalte. Wer bist du denn? Bist du noch nicht erwachsen, oder? Bleib doch mal stehen. Mein Mädchen. Ja, ansonsten, es gibt hier nachher noch Landwirtschaft, es gibt Tierhaltung, also man kann eigene Pferde und Rinder halten. Den Pferde oder Esel, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die kann man dann auch zur Feldbestellung und zum Transport nutzen. Und ja, wie gesagt, verschiedene Zeitalter. Wir sind jetzt ja in der Steinzeit, kommen dann irgendwann auch in die Eisenzeit. Also das Spiel ist sehr vielfältig, sehr langlebig. Also, da spielt man nicht in 3 Stunden durch. Ich find's absolut bezaubernd gemacht. Man kann nachher verschiedenste Produktionen bauen, kann sich Mauern zum Schutz gegen Banditen bauen. Also unglaublich vielfältig das Spiel. Also ob das Wohnhaus sehen wir hier, gibt es nachher Steinstelle, Gemeinschaftshausstelle, Hütte. Lager haben wir jetzt, das Lager Zelt, ein Holzhaufen. Haben wir einen Steinhaufen? Muss vielleicht noch bauen. So, dann gibt es später einen Heuhaufen, eine Lagerhütte, Getreidespeicher, ein Lagerhaus, Stadel, Getreidespeicher. In der Produktion, ihr seht es hier, Ofen, Käserei, Gerber. Brunnen, Werkstatt, Rüstungsschmied, Feuersteinmine, Weber, eine Brauerei, eine Wassermühle, Ausstatter, Mörser. So, dann kommt später die Metallurgie, Defensive, spirituell, das ist dann, damit sie sich besser wohlfühlen. Da gibt es jetzt einen Totenkopfpfahl, Totem, einen Hinkelstein, Steinkreis, Statue, ein Banner. So, wie geht's weiter? Begräbnisstätte später und Transport. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Verwalten, Werte, Ressourcen, Limits, Meilensteine, Verteidigung, Technologien. Ja. Sehr, sehr umfangreich, aber ich würde behaupten, für einen Ersteindruck sollte das hier ausreichen, um wirklich alles, was das Spiel bietet, zu zeigen, das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Das müsste man gegebenenfalls. Wir haben einen Wolfangriff, das ist nicht schön. Das könnte man gegebenenfalls. Fließt doch in die völlig falsche Richtung. Ja, vielleicht war das mit dem Jagdgebiet hier doch nicht so clever. Okay, wir haben einen Bewohner verloren. Varuk wurde von Wolf umgebracht. Bestattung. Wenn jemand stirbt, sinkt die Moral der Einwohner deiner Siedlung. Falls Bestattungsbauwerke verfügbar sind, werden deine Toten dorthin gebracht. Dies gibt deinen Einwohnern die Möglichkeit, sie zu betrauern und sie erlangen einen Teil der verlorenen Moral wieder. Bestattungsbauwerke haben einen begrenzten Platz. Ist das Bauwerk voll, können keine Einwohner mehr bestattet werden. Über die Zeit verfallen die Leichen und der Platz für Bestattung im Bauwerk wird allmählich wiederhergestellt. Gut,
Ich würde aber trotzdem sagen, für diesen Ersteindruck kommen wir zum Ende. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr auch in dem nächsten Test wieder dabei seid. Bis dahin.